I'm coming home. Richard Sammel ist da. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich auch. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich bin ein bisschen durchgerüttelt durch die vielen Flieger, die ich gerade hinter mir habe. Aber ich bin sehr froh, hier zu sein. Ist alles so bunt. Ja, ich freue mich so sehr. Du bist einer meiner Lieblingsschauspieler. Wieso weiß ich das erst jetzt? Ja, ich habe dich einfach nicht erreicht. Ah. Bei The Strain bist du mir natürlich am häufigsten und am stärksten aufgefallen. Schön. Du hast Thomas Eichhorst gespielt. Du hast keine Angst vor mir und du lädst mich ein. Das eine schließt das andere nicht aus. Und zwar hast du den fantastisch gespielt. Also wer The Strain tatsächlich nie gesehen haben sollte, ist eine unglaublich abgefahrene Serie. Beruht auf drei sehr erfolgreichen Büchern, die dann von dem Sender FX zu einer Serie gemacht wurden. Es geht im Groben um den Weltuntergang und sowas Ähnlichem wie Vampiren. Oder wie hättest du die Serie beschrieben? Na, zuallererst wäre ich ja vorher jetzt schon vor ein paar Sekunden auch reingesprungen zu sagen, zuallererst mal hat Guillermo del Toro einen Plot geschrieben und wollte daraus eine TV-Serie machen und alle Sender haben ihn abgelehnt. Echt? Und daraufhin hat ein Freund ihm gesagt, mach doch ein Buch draus. Hat er ein Buch geschrieben und das kam total gut an. Und dann hat er das verlängert und dann wurden das drei Bücher und es waren so Geek-Bestseller. Und irgendwann kamen dann die Networks auf ihn zu, wir wollen da doch unbedingt eine Serie draus machen. Und der ganze Prozess hat eben 10 Jahre gedauert. Und was den Plot betrifft, ich habe das immer als ein Kreuz oder ein Schwert bezeichnet. Das heißt, es hat eine sehr horizontale zeitgenössische Schiene, wo alle modernen Ängste der heutigen Gesellschaft verbraten werden. Das heißt, Angst vor dem Ende der Food Resources, Angst vor einer unheilbaren Krankheit, Angst vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch, all diese Geschichten. Und es hat eine sehr vertikale Linie, das heißt, historisch gesehen geht es zurück, we have an incorporate time machine, es geht zurück in die Zeit der Römer, es geht zurück in die Zeit der Ägypter, es geht zurück bis an den Ursprung des Guten und Bösen, das heißt, den Erzengel und wo Dracula eben herkommt. Aber wir halten uns nicht nur in Transsibirien auf, wir gehen viel weiter zurück. Viel weiter. Und die Vermischung von diesen sehr zeitgenössischen Sachen und diesen sehr historischen, mythologischen Geschichten, religiösen Geschichten, das ist eigentlich das, was das ganze Ding sexy macht. Man darf nicht vergessen, dass es Guillermo del Toro macht, ist ja auch nicht irgendeiner. Ne? Ja, und es war abgefahren. Mittendrin bist du als gefühlt, du bist nicht das Überböse, aber ich glaube, keiner lächelt so böse wie du in dieser Serie. Das ist fantastisch. Du spielst Thomas Eichhorst, was kann der? Du, der kann eigentlich alles. Es ist, glaube ich, der perfekte General eines Überbösen oder einer überbösen Macht. Er unterwirft sich einer Ideologie und glaubt so stark an sie, dass sie zum Vater wird. Und da diese Ideologie in Form des Meisters ja eben auch existiert, funktioniert das wahnsinnig gut. Er ist halt derjenige, der die Sachen, der hält die Fäden in der Hand und er darf sich zeigen, wogegen sich der Meister sich nicht zeigen darf. Und er ist das stärkste ausführende Organ. Er ist halt, er ist schneller, er ist unsterblich, er ist stark, er ist schlauer als die anderen, er ist eigentlich alles besser als die anderen. Und in der ersten Staffel hat er eine andere Stimme. In der ersten Staffel hat er eine andere Stimme? Ja, in der zweiten hat er deine. Ab Staffel 2 hast du dich selber synchronisiert. Es wurde ohne mich synchronisiert. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn das? Und dann habe ich mich ab der zweiten Staffel selbst synchronisiert, aber habe die erste Staffel nachsynchronisiert. Ah. Sodass alle 4 Staffeln mit meiner Stimme synchronisiert sind. Wo denn dann die erste Staffel abgeblieben ist? Die hat der Meister geholt. Auf jeden Fall, die hat der Meister geholt. Nee, auf jeden Fall. Nee, aber das Schöne an dem Ding war, dass ich, das hat man ja nicht so oft, aber man muss einfach dafür kämpfen, dass man wirklich so arbeiten kann, wie man es versteht, wie man es idealerweise möchte. Das heißt, in einer ich halte das grundsätzlich für eine sehr starke Teamarbeit.
Das heißt, in Zusammenarbeit mit den Regisseuren, in Zusammenarbeit vor allem mit den Schreibern. Man hat die Schreiber ja vor sich. Die schreiben ja, während du da bist. Die schreiben die erste Staffel. Und wenn du die inspirierst, dann schreiben die das, zu was du die inspirierst. Und dann gibst du Feedback noch und dann diskutierst du mit denen, dann ziehst du die Messer und dann fightest du um deine Sachen und um ihre Sachen. Und irgendwann findet dann ein sehr kreativer, positiver Prozess statt, der dann eben dich auch ja, richtig aufgeilt, an der Rolle ganz anders zu feilen, als du sonst machen würdest. Ne? Das ist halt der Vorteil, wenn du eine Hauptrolle hast. Das heißt, du kriegst viel mehr Zeit, um mit dem Regisseur zusammenzuarbeiten, ihn vorbereiten. Das ist ein bisschen wie im Theater. Ne? Mhm. Das ist das wirklich Geile an der Geschichte. Insgesamt gab es 4 Staffeln. Ja. Im Amerikanischen gibt es die Formulierung Jump the Shark, dass man über seinen Zenit hinausgeschossen ist. Würdest du sagen, The Strain hat diesen Moment gehabt, bevor die Serie zu Ende war? Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass wir ab der 2. Staffel zu viele Seitenwege gegangen sind. Das heißt, zu viele neue Plots dazu erfunden haben, die in den Büchern gar nicht existieren. Wir sind also ein bisschen weit von den Büchern weggekommen. Das war aber auf der anderen Seite auch nötig, um nicht einfach das zu reproduzieren, was in den Büchern sowieso schon drin ist. Das fand ich schon richtig, das nicht 1:1 einfach da so hinzuzaubern. Ne? Insgesamt bin ich eher froh, dass wir nur 4 gemacht haben. Ich hatte einen Vertrag bis zu 7 Jahren und ich habe mir gedacht, ich bin kein Fan davon, zu viel Wasser in guten Wein zu schütten. Also das hat man ja bei so vielen Sachen, die dann irgendwie Erfolg haben und dann machst du noch eine Staffel drauf und noch eine Staffel drauf und ziehst es halt irgendwann dahin, bis die Hühnerbrühe nicht mehr nach Hühnerbrühe, sondern nach Wasser schmeckt. Ne? Es stirbt von allein. Es gibt ja berühmte viele andere Serien, deren Namen ich hier nicht nennen werde, die so ein bisschen diesen Weg gehen. Und da ganz davon abgesehen, Zeit ist einfach kostbar. Du willst, wenn du weißt, ich werde nicht noch 30 Jahre oder 40 Jahre vor der Kamera stehen. Selbst wenn ich so lange lebe, ich will auch mal irgendwie, ich habe viele andere Lüste auch, weißt du? Dann ist die Zeit wird auch irgendwie kostbar. Das heißt, irgendwann kriegst du mit, es ist einfach wirklich gut, nur das zu machen, was du wirklich absolut geil findest. Und sich dann einer Sache zu verschreiben, die potenziell einfach mal so locker flockig 7 Jahre dauert, da wird der Arm schon ein bisschen lahm. Ne? Das ist schon. Ich habe jetzt gerade letztes Jahr haben wir eine Serie gedreht, The Name of the Rose. Der Name der Rose. Mit John Turturro und Rupert Everett. Da bist du dann für eine Staffel unterschrieben. Da arbeitest du 5 Monate, das ist wie ein langer, großer Kinofilm und fertig ist. Und du hast trotzdem eine Serie gemacht. Das ist doch was. Hast du? Dann hast du den Rest des Jahres Urlaub oder hast andere Projekte. Aber ich bin auch gebrandmarkt. Ich habe eine 7 Jahre lange Serie, die sehr erfolgreich in Frankreich war, gedreht. Un Village Français. Und so schön das ist, du bist in dem Kopf der Leute weg. Obwohl du doch durchaus die Hälfte des Jahres zur Verfügung stehst. Aber du bist einer der Hauptdarsteller in dieser Serie, fertig. Ich habe Kollegen in Babylon Berlin oder Dark oder solche, ne, in Köpfen der Branche bist du weg, du bist besetzt, du bist nicht mehr zur Verfügung. Das ist doof. Das ist strange. Ja, die meisten leben ja in Deutschland. Aber du lebst ja hauptsächlich auch in Paris, ne? Hauptsächlich auch, klingt gut. Berlin, Paris, ich, ne? Ich lebe zwischen Paris und Berlin. Also ich teile mich auf, weil ich hier auch einen Sohn habe, den ich aufwachsen sehen will und da gut mitmische. Und aber auch, weil ich hier noch einiges zu spielen habe. Ich habe hier so ein Defizit aufzuholen. Es ist so Lust, mit den Koffern aus dem Ausland nach Hause zu kommen, um mal die Koffer auszupacken, um mal zu zeigen, was man so mitgebracht hat. Und ich komme so langsam in den Markt wieder rein, aber es ist schwer, weil ganz am Anfang ist ein bisschen komisch, das ist eigentlich ein positives Misstrauensvotum. Die Leute sind misstrauisch, dass einer mit so viel Erfahrung und der so viel interessante Sachen auswärtig macht, dann hierher kommt und hier im Fernsehen arbeiten will oder im deutschen Kino. Wo doch alle, die hier sind, von der großen Hollywood-Karriere oder was weiß ich, auf jeden Fall Auslandskarriere träumen.
Und ich habe mich aber ehrlich gesagt nie so richtig darum geschert. Ich habe mich auch nie darum geschert, nach Hollywood zu kommen. Also ich habe hier irgendwann mal angefangen, in Italien habe ich angefangen zu drehen. Und dann hieß es sofort, du musst unbedingt nach Hollywood, geh nach Hollywood, geh nach Hollywood. Und alle Freunde, die ich gesehen habe, die dorthin gegangen sind, naja, die sind halt irgendwelche, machen irgendwie Bedienung oder irgendwelche Geldjobs und warten auf die Castings. Und ich habe einfach schön fleißig weitergearbeitet, bis die mich irgendwann mal haben wollten. Das ist viel besser. Viel, viel besser. Du machst Qualität da, wo du bist. Du kannst ja nicht sagen, ah, wenn ich groß bin, dann mache ich Qualität. Nee, du machst Qualität jetzt. Wenn du jetzt keine Qualität machst, dann machst du es später auch nicht. Und wenn du jetzt nicht sofort das machst, was du machen willst, dann machst du es später auch nicht. Das ist ein absoluter Humbug. Das ist also, man versetzt das, was man eigentlich vorhat, immer in die Zukunft, die noch so unerreichbar ist, dass man es da jetzt nicht machen muss. Doof. Ich sehe das genauso wie du. Ich werde zum Beispiel für die Web-Talkshow auch immer mal, ich möchte nicht sagen belächelt, aber es ist natürlich ein großes Projekt und man weiß nicht, wo das hingeht. Trotzdem gebe ich da natürlich alles, was ich habe, rein. Alles andere wäre ja völliger Scheißdreck. Ja. Und weil es eben genau das ist, was ich liebe, mache ich das natürlich auch mit vollem Herzen. Genau. Und ich glaube, es ist auch der einzige richtige Weg, sein Leben zu leben. Viele erkennen, glaube ich, recht spät und denken so, ach scheiße, hätte ich mal früher, hätte ich mal. Ich glaube, du hast das nicht. Doch, das habe ich auch. Nur habe ich das ist du kriegst eine Lektion so lange serviert, bis du sie gelernt hast. Und deshalb sind viele Leute an mich inbegriffen. Ich rede jetzt nicht von den anderen, als würde ich nicht dazugehören. Ich bin auch die anderen. Ich habe viele Sachen echt viel länger lernen müssen, als ich eigentlich wollte. Nur bestimmte Sachen habe ich jetzt gelernt, deshalb hört sich das jetzt so schlau an. Aber und das ist wirklich eine der Sachen, die ich gelernt habe. Es gibt nichts, außer man tut's. Und es hat mich auch gewundert, beruflich hat es mich zum Beispiel gewundert, dass ich bestimmte richtig große Sachen an Land gezogen habe, weil mich der Regisseur zufällig in einem total kleinen Off-Theater-Ding, wo ich kostenlos gespielt habe, gesehen hat. Und irgendwie habe ich was gemacht, was bei ihm Bingo gemacht hat. Und auf einmal bin ich in der großen Produktion mit drin. Also es ist schon, du weißt nicht, woher die Sachen kommen. Also du kannst dir das natürlich ausdenken. Und natürlich gibt es so ein bisschen Taktiken, die funktionieren aber nicht. Taktiken finde ich immer schlechter als Herzblut. Du mach die Sachen halt richtig und dann hab Vertrauen in das, was passieren wird. Es passiert sowieso das Richtige. Weil wenn du auf die Schnauze fällst, dann im Nachhinein kriegst du mit, dass du auf die Schnauze hast fallen müssen, weil du irgendwie was noch nicht kapiert hast. Und wenn es dann irgendwie klappt, dann ist das auch nicht durch Zufall. Das ist, weißt du, das ist schon irgendwie alles richtig. Also selbst das, was man als gemeinhin negativ bezeichnet. Also das Doofe ist, dass man es dann von sich schiebt und dann kriegst du das nicht mit, was du eigentlich daraus lernen musst. Also gerade als Schauspieler, du liebst ja, du wirst ja in eine Berufswelt hineingeschleudert, wie Robert De Niro sagt, welcome to the world of rejection. Willkommen in der Welt der Rückweisung. Der Ablehnung, ne? Und das ist halt so, wenn es dann mal eine Weile funktioniert, dann denkst du, yeah, jetzt habe ich es gerockt, jetzt bin ich der Herr der Welt. Und du hältst dich wirklich für Gott und dann, wenn es nicht funktioniert, dann hältst du dich für das döfste Arschloch und die größte Niete. Und eine der Sachen, die ich zum Beispiel gelernt habe, nicht nur für den Job, sondern eben auch im Leben. Das heißt, wenn es wirklich gut funktioniert, behalte ein bisschen Creme übrig und reserviere sie dir für die Zeit, wo es nicht so gut funktioniert. Also es hat auch mit den Finanzen genauso. Das, weißt du, dann brauchst du dich, wenn es nicht gut läuft, nicht für ein Arschloch zu halten. Weißt du, das ist irgendwie. Hast du das schnell hingekriegt oder war das ein harter Lernprozess? Das habe ich deshalb schnell hingekriegt, weil ich wirklich aus irrsinnig schlimmen Verhältnissen komme, sehr arm und keine tolle Kindheit und nichts, aber auch gar nichts hat mich dafür prädestiniert, ein glücklicher Mensch zu werden. Und irgendwie habe ich es geschafft. Und dann auch erfolgsmäßig hatte ich das Glück, glaube ich, dass es immer Stepple vor Stepple, ne? Immer so. So treppchenweise, so ja, noch ein Stüfchen und noch ein Stüfchen, nie so richtig, wow. Dann weißt du gar nicht mehr, wo du bist oder so, weißt du, das ist. Welche Treppenstufe war die schönste? Ich habe bei Inglourious Basterds die Hauptrolle mit angeboten bekommen und war dann, ich weiß nicht, wie viel da ich dann war, Tarantino hat mir halt gleich gesagt, it's not for me. Und dann hat er mir diese andere Rolle angeboten und die wollte ich nicht haben,
weil ich sie als so Bonbon, Trostbonbon betrachtet habe. Und dann hat er doch echt dafür gefightet, mich zu bekommen. Dann habe ich gesagt, ich kann es nicht. Und dann hat er gesagt, warum? Und dann sagt er, sag ich, aber ich habe den Eindruck, gibst mir jetzt einen Trost. Und dann hat er gesagt, okay, how many time do you need? Sag ich, wie lange Zeit brauche ich für was, ne? Um über deinen Schmerz hinwegzukommen? Sag ich, ja, sag ich so 2-3 Wochen. 2-3 Wochen ruft er mich wieder an. Lässt mich wieder nach Berlin kommen. Und dann sind wir da doch geschlagen und schreibe, ich glaube, einen ganzen halben Tag haben wir in seinem Büro verbracht und haben zu zweit, wie zwei Kinder, den ganzen Film durchgespielt. Ich konnte den ganzen Text von Hans Lander, er konnte den sowieso alles, weil er sowieso alles geschrieben hat. Da haben wir da, und er hat diese von Donnersmarck gespielt und diese ganze Kartenszene hat er mit mir gespielt und es war fantastisch. Und dann hat er gesagt, nein, do you want to make it? Ich sagte, of course. Der hat sich da sowas für mich eingesetzt und ich meine, he was fucking Tarantino und ja. Ich war halt irgendwie so ein relativ unbekannter Schauspieler, viel Theatererfahrung, viel Berufserfahrung, aber doch jetzt überhaupt kein Star und so, ne? Und dann, die Geschichte war dann eben auch, dass ich durch diese eine Szene wirklich meinen Durchbruch in Hollywood bekommen habe und dann sagte er auch, Richard, you don't need a lead, you just need one unforgettable scene and I just gave it to you. Und dann hat er darauf bestanden, dass ich auf jeden Fall nach Hollywood komme zur Premiere. Und das ist dann schon auch irgendwie eine Visitenkarte, weil du dann eben nicht nur der Deutschen. Es ist auch irgendwie eigenartig, dass ich mich durch eine Nazi-Rolle von den Nazis emanzipiert habe. Weil du bekommst eine Rolle, wo du wirklich die Leute davon überzeugen kannst, dass du auch ein wirklicher Schauspieler bist. Weil deutsche Schauspieler international gesehen sind ja nun doch eigentlich eher diejenigen, die am besten die Nazi-Kostüme anziehen können. Also du bist vor allem erstmal Deutscher, bevor du Schauspieler bist. Echt? Und das musst du den Leuten erstmal klar machen, dass du ja eigentlich Schauspieler bist. Du kannst ganz, ganz viele andere Sachen auch machen. Und das ist auch halt ein bisschen mein persönliches Ding, weil natürlich, wenn du im Ausland vor allem deine Karriere machst wie ich, dann hast du mit dem Problem gezielt zu tun. Und so ein Viertel meiner Filme sind Nazi-Filme und dann habe ich mal geguckt, warum das denn so prägnant ist. Aber weil eben bestimmte von ein relativ großer Anteil dieser Nazi-Filme hatten relativ großen, bisher großen Erfolg gehabt. Da sind Oscar-prämierte Filme drin, das Leben ist schön, das ist Inglourious Basterds oder diese sehr erfolgreiche Serie in Frankreich. Und das prägt halt, weißt du? Und dann, wenn du von den meisten eben im Nazi-Kostüm gesehen wirst, dann denken die, du machst nur Nazi. Nee, mach ich nicht. Mach nicht nur Nazi. Und dann haben alle gedacht, jetzt macht er nur noch Vampire. Nach Guillermo del Toro hat man mir doch tatsächlich echt reihenweise Vampirfilme angeboten. Aber wir haben dann gleich im Einvernehmen mit meinem Agenten gesagt, das lehnen wir gleich ab, um nicht wieder in so eine Art Schublade zu kommen. Ne? Und jetzt bist du frei? Ich war vorher auch schon frei. Nee, ich bin frei. Nee, das ist du. Das ist eigentlich. Sagen wir schubladenfrei. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich verhalte mich einfach so. Das heißt, ich sage einfach Nein zu Sachen, die mir nicht gefallen. Aber das habe ich vorher auch schon gemacht. Ich weiß nicht, warum das die Leute so schwer begreifen. Also grundsätzlich sage ich erstmal Nein zu Nazi-Dingern, weil ich schon so viele gemacht habe, dass es für mich schwer vorstellbar ist, da noch was Interessantes rauszuholen. Und dann sage ich auf der anderen Seite nicht grundsätzlich Nein, weil wenn irgendwie was kommt, was mich wirklich kitzelt, wo wirklich ein Ding da ist, ey, wow. Also um es mal ganz banal zu sagen, wenn mir jemand anbietet, in einer Eintagesrolle nackt vor der Kamera rumzulaufen mit der Pfauenfeder im Arsch und ich habe das noch nie gemacht und ich finde das geil in dem Moment, dann mache ich das. Weil ich da irgendwie was ausprobieren kann, was ich noch nie gemacht habe. Gerade jetzt vor kurzem, ja, warum macht der Sammel einen Fernsehfilm? Ich habe eine Episodenrolle angenommen mit Peter Lacani in einer Serie, die heißt Letzte Spur Berlin. Und es war die Geschichte, es war eine Episodenhauptrolle, die letzte wunderbare Kollegen und die Geschichte eines evangelischen Pfarrers, der verschwindet und durch Flashbacks kommt dann heraus, dass er eigentlich Transgender ist. Oh. Das heißt, er will eigentlich als Frau leben. Ja. Das war natürlich irrsinnig interessant zu spielen. Und natürlich hast du die Bedingungen von Fernsehen, aber ich hatte tolle Kollegen, Kim Riedle, Franziska Petri. Josephine Busch spielt auch. Ja, genau. Und da war dann wirklich was da, wo man was ausprobieren konnte. Weißt du? Also ich kümmere mich eigentlich wirklich nicht
um das Format. Ich kümmere mich wirklich um den Inhalt. Und dann, wenn mich was kitzelt, dann ist mir nicht egal, kein Geld zu verdienen. Ich will so viel verdienen, wie es nur geht, wie jeder andere auch. Aber das ist letztlich nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist, dass es mich künstlerisch kitzelt oder als Herausforderung, was ja irgendwie das Gleiche ist. Richard, dann bin ich gespannt, was danach kommt. Ich wünsche viele Aufträge in Deutschland, dass du die Koffer auspacken kannst. Vielen Dank, dass du da warst. Wunderbar. Und du hast noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera jetzt sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Für euch gilt, Kanal abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Appell an die Jugend oder alle, die sich so fühlen, mich inbegriffen. Leute, tut was. Tut was, was euch stolz macht. Versucht, eure Träume zu verwirklichen und vor allem versucht, welche zu haben. Ob die jetzt über Rebellion oder Kritik oder Kreativität oder sonst was laufen. Aber tut etwas, auf das ihr stolz sein könntet. Mit anderen zusammen und am besten, indem ihr andere mit einbindet. Aber tut was, damit sich diese Welt so verändert, wie ihr möchtet.